Gut. Was mir immer Angst gemacht hat, war, dass man, wie es auch, man es auch in Chemnitz gesehen hat, dass die Rechten sich immer so schnell mobilisieren. Da haben die sonntags aufgerufen und es sind am nächsten Tag direkt Tausende von diesen Menschen auf dieser Straße. Aber wir können das auch. Wir sind noch viel mehr. Jetzt kommen Leute, die genau das tun, die in den letzten Monaten auch schon vor Chemnitz viele Demos organisiert haben. Seid ihr schon hier? Bitte kommt schon mal auf die Bühne. Die ganz viele Demos organisiert haben. Als erstes spricht Thomas Lechner von Ausgehetzt. Es war eine Demo, die in München stattgefunden hat. Gemeinsam gegen eine Politik der Angst. Morgen sind Landtagswahlen in Bayern. Puh. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich will keine Angst haben. Ich hoffe, es wird alles gut. Ich hoffe, die Leute merken, dass es nicht so weitergehen kann. Ich hoffe, die Leute machen ihr Kreuzchen an der richtigen Stelle. Jetzt spricht Thomas Lechner. Liebe Freundinnen und Freunde, ich stehe hier stellvertretend für Hunderttausende von Menschen in Bayern, die in den letzten Monaten aktiv geworden sind. Nicht nur in München sind bei Großdemos wie Ausgehetzt und NOPAC immer wieder Zehntausende zusammengekommen, sondern fast täglich fanden irgendwo in zahlreichen kleinen Gemeinden Aktionen statt. Ob in Dachau oder in Bad Aibling, in Fürstenfeldbruck oder Traunstein, in Garmisch oder Taufkirchen. Es ist eine Bewegung entstanden. Überall dort gab es Demos und Kundgebungen gegen den Rechtsruck und für eine menschliche Flüchtlingspolitik. Und gemeinsam werden wir morgen bei der Landtagswahl in Bayern für einen historischen Moment sorgen und die Vormachtstellung der CSU beenden. Gleichzeitig möchte ich mich stellvertretend für uns Bayern bei allen anderen Bürgerinnen Deutschlands entschuldigen. Wir engagieren uns zwar vehement gegen Abschiebungen, aber wir konnten leider nicht verhindern, dass Horst Seehofer aus Bayern abgeschoben wurde und in Berlin sein unerträgliches Heimatministerium installieren konnte. Wir haben einen anderen Heimatbegriff als der Innenminister. Bei uns sind Fremde herzlich willkommen, erst recht, wenn sie aus Notlagen zu uns kommen. Unsere Heimat ist weltoffen und solidarisch. Und deswegen muss Horst Seehofer sofort zurücktreten. Und sein Heimatministerium muss unbedingt zurückgebaut werden. Auch seine sogenannten Ankerzentren sind sofort aufzulösen, weil diese Masseneinrichtungen nur dazu dienen, Menschen zu isolieren, Schutzbedürftige schutzlos zu machen und weil sie dem massiven Rechtsruck Vorschub leisten. Ihr alle kennt die Bilder vom Münchner Hauptbahnhof vom Herbst 2015. Abertausende haben dort spontan Hilfe organisiert, weil die staatlichen Behörden überfordert waren. Inzwischen müssen wir mit ansehen, wie brutal und teilweise rassistisch insbesondere die CSU-geführte Verwaltung mit unseren neuen Mitbürgerinnen umgeht. Arbeitsverbote, Abschiebungen nach Afghanistan, kein Familiennachzug etc. pp. Und dazu gehört auch das neue Polizeiaufgabengesetz in Bayern, das im Augenblick vor allem auf Geflüchtete angewendet wird, aber auf jede und jeden abzielt. Aus der staatlichen Überwachung soll niemand entkommen. Der Rechtsdruck hat sich damit in einem autoritären Staatsapparat manifestiert. Unser bestes Mittel gegen diese Entwicklung ist die Solidarität der Zivilgesellschaft, die uns über viele Aktionen bundesweit zusammengebracht hat und uns so über den gemeinsamen Herbst der Solidarität heute zusammen nach Berlin führt. Diese bundesweite Zusammenarbeit und der Ausgang der Wahl morgen sind aber nur die erste Etappe auf einem langen Weg. Wir werden weiter aktiv bleiben, gegen den autoritären Umbau des Staates, gegen die neuen und alten Rechten, für einen menschlichen Umgang in der Asylpolitik und vor allem für die Lösung von allen drängenden sozialen Problemen. Diese Themen müssen wir anpacken, und zwar gemeinsam. Und das heißt auch,
zusammen mit unseren migrantischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die endlich das Recht bekommen müssen, wählen zu dürfen, damit eine echte Teilhabe und Teilnahme in unserer Gesellschaft möglich wird. Nur indem wir unser gesellschaftliches Miteinander gemeinsam gestalten, können wir unsere Zukunft als weltoffene und solidarische Gesellschaft sichern. Dafür kämpfen wir in Bayern. Dafür sind wir hier mit euch. Und das ist der gesellschaftliche Auftrag, den wir uns hier alle zusammen geben. Bayern bleibt bunt und jedes andere Bundesland auch. Danke, Thomas.